What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen hier zum ersten Infinite Warfare Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, die Beta ist gestern Abend, beziehungsweise mit bisschen Verzögerung vielleicht gestern Nacht erschienen. Und ich habe natürlich auch mal ein bisschen gespielt und heute soll es um die neuen Tarnungen gehen, die wirklich richtig verrückt, krank und was auch immer wie aussehen. Ihr könnt mir jetzt schon mal gerne ein Like dalassen, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. In nächster Zeit werden natürlich viele Infinite Warfare Videos kommen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr überhaupt von mir sehen wollt, so von der Beta, damit ich so ein bisschen Anreiz habe, was ich hochladen kann. Auf jeden Fall sind die Tarnungen hier wieder so unterteilt, dass man die einen freispielt, je höher man die Waffe sozusagen levelt, und die anderen kann man natürlich wieder in Kisten ziehen, wir wissen das, die wollen auch Geld verdienen. Und gerade die Waffen, die man hier in den Supply Drops ziehen kann, sind sowas von gestört, Leute. Wir fangen jetzt direkt mal an hier mit dieser Neon-Tiger-Tarnung. Die finde ich persönlich eigentlich noch ganz schön cool, obwohl ich eigentlich so Neonfarben gar nicht so mag auf Waffen, aber die geht eigentlich. Als nächstes haben wir dann hier die Tarnung namens Hengst, die meiner Meinung nach richtig nice ist. Ich meine, das sieht aus, als wäre die ganze Waffe so voller Nieten, Chrom, Metall. Ist auf jeden Fall richtig nice. Und was ich hier eigentlich auch sau cool finde, ist, dass wirklich alles von dieser Tarnung bedeckt ist. Also in Black Ops 3 haben wir es immer so gehabt, dass immer so ein, ja, eine kleine Fläche von der Waffe bedeckt war. Aber hier ist wirklich alles bedeckt. Das Visier, vorne der Schaft, der Griff, wirklich komplett alles. Und das sieht meiner Meinung nach richtig nice aus hier. Die nächste Tarnung sieht schon richtig gestört aus. Das ist nämlich die Eloxier-Tarnung. Aber wenn ihr denkt, das sieht schon richtig krank aus und die hat die Beta noch nicht gespielt, dann wisst ihr, dann gibt es noch eine Tarnung, die ist noch gestört und die kommt gleich. Vorher haben wir hier aber noch das taktische Pink, sieht auch so unfassbar krank aus. Habe ich auch übrigens schon gezogen. Ich habe schon mehrere gezogen. Ich glaube, die sind gar nicht so selten eigentlich. Oder es ist nur in der Beta so, also keine Ahnung. Die nächste Tarnung ist dann die Silberfalken-Tarnung, die ich auch schon gezogen habe. Die gefällt mir persönlich wieder richtig geil. Ist wieder so ein Metallic. Geht wieder über die ganze Waffe. Das gefällt mir richtig gut an IW, dass wirklich die Tarnungen über die ganze Waffe gehen, habe ich ja eben schon gesagt. Und jetzt, Freunde, kommt die meiner Meinung nach gestörteste Tarnung, die es jemals in einem Call of Duty gegeben hat. Und zwar Psychedelisch. Schaut euch die Scheiße mal an. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie feiern soll oder ob ich da irgendwie ein Augengeschwür bekommen soll. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich von dieser Tarnung halten soll. Es interessiert mich wirklich brennend, was ihr davon denkt, Alter. Ob ihr die geil findet oder nicht. Also ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also wie ihr seht, sind die ganzen Tarnungen, die man aus den Kisten bekommt, wirklich was ganz Besonderes, würde ich mal sagen. Und sie sind sehr auffällig. Dann haben wir natürlich noch, wie eben angesprochen, die Camos, die man natürlich bekommt, wenn man die Waffen einfach nur levelt. Hier seht ihr sie. Das sind eigentlich solche ganz normalen Standard-Tarnungen, würde ich mal sagen, in Braun oder irgendwelche Tarnmuster und sowas. Aber was ich hier wirklich richtig geil finde, sind einmal diese Tarnung komplett in schwarz, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ich wollte schon immer mal eine Tarnung haben, die komplett schwarz ist. Und jetzt kommt es noch besser. Nochmal eine ganz weiße Tarnung, also sozusagen der Gegenpart zu der anderen. Und die sieht nochmal richtig nice aus. Und die können wir dann irgendwann ja auch alle spielen und muss man nicht ziehen, was auch sehr cool ist. Und ja, meine Freunde, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich wollte einfach den Leuten, die die Beta nicht spielen können, mal zeigen, welche Tarnungen es so gibt. Alle anderen werden die wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber trotzdem können auch die, die die Beta schon haben, mal in die Kommentare schreiben, welche Tarnung jetzt eure Lieblingstarnung ist, welche ihr unbedingt ziehen wollt und so weiter und so fort. Wie gesagt, würde ich mich über ein Like freuen. In den nächsten Tagen wird natürlich mehr Infinite Warfare hier auf diesem Kanal kommen. Und dann sage ich mal, hasta la vista, meine Freunde. Abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Part.